Wer ist besser geeignet, Problemverständnis und Lösungsansätze für die gegenwärtigen Integrationsprobleme zu generieren, als wir, die wir seit Jahren vor Ort mit ähnlichen oder gleichen Gegebenheiten leben? Die Bross-Stiftung hat sich diesen Fragen angenommen. Mit Schwerpunktprojekten gehen wir an die Schnittstellen unserer Region, wo Fremde und Alteingesessene aufeinandertreffen und ihre Koexistenz leben. Mit wissenschaftlicher Methodik suchen wir dort nach lokal gelebten Lösungsmodellen, die es zweifelsfrei gibt. Wir wollen Ergebnisse mit großer Halbwertszeit, wir wollen Bestand im Wandel. Wir wünschen uns Aufklärung und Erkenntnisse zu den Mechanismen dieser diskret gelebten Integration im Ruhrgebiet mit dem Ziel, nachfolgend mit geeigneten Partnern erfolgsversprechende Hilfe und Förderung dort zu geben, wo die Fronten bis dato aufrechterhalten werden. Wir suchen im Kontext dieser Bemühungen verlässlichen Wissenszuwachs für die kulturellen, aber auch religiösen Besonderheiten derer, die schon da sind oder noch erwartet werden. Mittelwege, Wege der Mitte, schwierige Wege sind nicht ohne weiteres populär zu machen, weil sie differenziert sind. Aber ich glaube, für unser Land extrem und von entscheidender Bedeutung. Ich glaube, dass Anneliese Brost die Stiftung auch deshalb gegründet hat, weil sie klüger war und wusste, dass nichts selbstverständlich ist, dass nichts gottgegeben ist, dass nichts von alleine kommt, sondern immer wieder gefährdet wird und dann wieder erkämpft oder zurückerkämpft werden muss. Ich bin der Überzeugung, dass eine kritische Vermittlung zwischen religiösen Traditionen und Menschenrechten nur dann gelingen kann, wenn die Menschenrechte, ihr säkularer Charakter und ihre emanzipatorische Ausrichtung nicht berührt werden. Andernfalls ist die Freiheit bedroht. Sehr verehrter Herr Bundespräsident, sehr verehrte Damen und Herren, es gibt jedes Jahr ein festliches Brostjahr. Sie haben eine Wiederholung gesehen. Die raue Wirklichkeit kennt 385 Brosttage. Das Vermächtnis von Anneliese Brost ist kein Sofakissen für hohen Besuch. Der Alltag ist der Ernstfall, ist Stiftungsfall. Denn wie Brecht einmal schrieb, die Güte war im Lande wieder einmal schwächlich und die Bosheit nahm wieder einmal zu. Unseren Stiftungssinn hat Professor Dr. Wolfgang Heidt wunderbar auf den Punkt gebracht: fördern, was den Menschen hilft, unterstützen, was der Gemeinschaft dient. Im Rahmen der zunehmend aufgeheizten Situation wird es sehr gefährlich, wenn leichtfertig auch die religiöse Karte gezogen wird. Wir haben heute Abend das Thema schon gehabt. Religiöse Fanatiker entziehen sich nämlich dann dem Erfordernis des Beweisantritts und der Rechenschaft und legitimieren sich vielmehr dann durch eine Autorität, die es vielleicht gar nicht gibt. Hoffentlich gibt es, aber vielleicht gibt es nicht. Das hat schnell eine bedrohlich enthemmende Wirkung und wird durch die mäßigende Kraft der Religion nicht verlässlich eingefangen. Unsere Geschichtsbücher sind voll von entsprechenden Beispielen.